Wir sind bei Video Nummer 3 gekommen und das heißt, wir wollen uns jetzt mal die Beobachtung anschauen, die man beim Frank-Hertz-Versuch tatsächlich macht. Das, was wir eben gemacht haben, waren ja nur die theoretischen Beobachtungen, die man machen müsste. Das heißt, auch dieser Graph, den wir gezeichnet haben, also diese Gerade, die wir gemacht haben, ist nur eine theoretische Annahme, was eigentlich passieren müsste. Und nun wollen wir uns eben anschauen, was in der Realität passiert. In der Realität ist es nämlich so, dass der Graph irgendwie ganz anders aussieht. Wir zeichnen jetzt hier mal und sehen, aha, der Graph ist kein gerader Strich, sondern das ist so ein Ding mit Bergen und Tälern. Und das entspricht ja mal gar nicht unserer theoretischen Erwartung. Was wir in der Theorie auch nicht vermutet haben, was wir aber beim Frank-Hertz-Versuch dennoch beobachten, ist, dass wir kurz vor dem Gitter, wenn wir die Beschleunigungsspannung erhöhen, auf einmal ein blaues Licht wahrnehmen. Und wenn wir die Beschleunigungsspannung noch weiter erhöhen, bewegt sich dieses blaue Licht immer weiter nach links und irgendwann taucht ein zweites blaues Licht auf. Und das Spielchen können wir noch weiter treiben, das heißt, wir können die Beschleunigungsspannung weiterhin erhöhen und erhalten dann irgendwann noch ein drittes blaues Licht. Das sind alles Sachen, die in unserer theoretischen Überlegung nicht mit drin waren, aber die wir dennoch irgendwie auf irgendeine Art und Weise jetzt versuchen werden zu erklären. Zunächst mal wenden wir uns dem Graphen zu. Warum sieht der Graph so aus? Das kann man erklären durch eine Sache, die wir bisher noch nicht beachtet haben, und zwar den Quecksilberdampf. Wir hatten ja gesagt, dass in unserer Röhre Quecksilberdampf enthalten ist und damit verbunden sind natürlich auch in der Röhre Quecksilberatome, also so kleine runde Kügelchen könnte man sagen. So, in dieser Phase hier vom Graphen, also da, wo der Graph hier gerade ansteigt und ein Strom gemessen wird, das heißt Elektronen auf die Anode prallen, da passiert ungefähr Folgendes. Die Heizspannung wird angemacht, dadurch bekommen wir freie Elektronen. Diese werden durch die Beschleunigungsspannung UB Richtung Gitter gezogen, also beschleunigt, und prallen dann hier auf die Quecksilberatome. Nun haben die Quecksilberatome aber eine wesentlich größere Masse als die Elektronen. Wir sehen, dass die Masse des Atoms ist wesentlich größer als die Masse des Elektrons. Das heißt, das Ganze ist so, wie wenn ihr einen Tennisball gegen eine Wand werft. Die Wand wird sich nicht bewegen, aber der Tennisball wird in irgendeinem Winkel abprallen. Und genauso ist es hier auch, das Quecksilberatom wird stehen bleiben und das Elektron wird eben von diesem Quecksilberatom abprallen. Wird dann eben gegen ein paar andere Sachen prallen und irgendwann mit Glück dann zur Anode kommen und eben dort registriert werden, und dort messen wir dann eben unseren Strom. So, ab dieser Stelle hier, das heißt ab diesem Punkt, wo es runtergeht, da sieht die ganze Sache ein bisschen anders aus. Da wird das Elektron dann nämlich auch wieder Richtung Gitter gezogen, trifft dann auch wieder auf ein Quecksilberatom, aber diesmal gibt es aus irgendeinem Grund seine kinetische Energie an das Quecksilberatom ab. Vorher war es ja so, dass das Elektron einfach abgeprallt ist und seine kinetische Energie, also seine Bewegungsenergie, behalten hat. Nun ist es aber so, dass das Elektron aus irgendeinem Grund seine Energie an das Quecksilberatom abgibt. Das heißt, hier in diesem Moment hat das Elektron keine kinetische Energie mehr. Es bewegt sich also nicht mehr, hat keine Energie mehr und muss hier ab diesem Moment vollkommen von neuem beschleunigen. Denn es auf das Elektron wirkt ja immer noch die Kraft Richtung Gitter. Das heißt, ab hier beschleunigt es jetzt vollkommen von vorne, schafft es allerdings auf diesem kurzen Weg hier nicht mehr genug Energie aufzubauen, um an die Anode zu stoßen. Von daher wird es hier an der Anode nicht registriert, verschwindet im Gitter und wir bekommen hier eben sozusagen einen Einbruch des Stroms. Das bedeutet, aus irgendeinem Grund gibt das Elektron hier seine Energie an das Quecksilberatom ab, bei dieser Spannung hier, bei diesem Punkt hier der Spannung. Und was da passiert in dem Atom, beziehungsweise an dem Atom, das wollen wir uns gleich im nächsten Video anschauen und ich hoffe, du bist dann auch dabei. Bis gleich!